these superstar vibes. Go, 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 go hard. Step. ...529 Tage sind vergangen seit seinem letzten Länderspiel. Jetzt ist er wieder da. Maodolo ist zurück im DBB-Dress und freut sich wahnsinnig, dabei zu sein. Dafür nimmt man auch schon mal nur 4 Stunden Schlaf in Kauf, um pünktlich zum Abschlusstraining für das abschließende Quali-Spiel gegen Griechenland in Bamberg zu sein. Ja klar, man ist ein bisschen müde, aber gleichzeitig die Freude ist auch etwas, was einem dann ein bisschen Adrenalin gibt. Zusammen mit Club- und Nationalmannschaftskollege Danilo Bartel reiste Maodolo direkt vom Euroleague-Spiel in Madrid zur Mannschaft. Großer Einsatz, für den auch DBB-Bundestrainer Henrik Rödl äußerst dankbar ist. Ja, also erstmal ist das eine ganz besondere Situation, weil zum ersten Mal Euroleague-Spieler während der Fenster teilnehmen, was während der Saison war oder ist. Und dementsprechend gilt natürlich auch ein Dank dem Verein und dem Verein jetzt Bayern München, dass wir diese 2 Spieler freigestellt haben. Und natürlich dann auch der Wille dieser beiden Spieler, jetzt diese Strapazen auch auf sich zu nehmen. Die haben am Freitag um 9 gespielt und dann hierher gedüst und innerhalb von einem Tag sich versuchen, mit uns jetzt einzuschwören für dieses Spiel. Und ja, dazu bedarf es einer besonderen Stimmung und Atmosphäre und Einstellung, und die haben wir. Auch wenn zum Eingewöhnen gerade einmal ein Training blieb, sind Loh und Bartel bereits gleich wieder mittendrin und arbeiten sich emsig in die Spielsysteme ein. Ja, wir haben natürlich jetzt mit Informationen bombardiert, aber also Danilo und Maodo sind beide sehr, sehr aufnahmefähig und natürlich auch gewillt, das schnell so möglich umzusetzen. Für Loh ist das Länderspiel in Bamberg auch deshalb ganz besonders, weil er bis letztes Jahr noch für Brose Bamberg gespielt hat. Bamberg, habe ich schon öfter gesagt, die 2 Jahre, die ich hier war, waren sehr prägend für mich und ich habe viel gelernt und es waren Jahre, die ich nicht vergessen werde. Und in der Hinsicht freue ich mich sehr, hier zu sein und und dann auch hier zu spielen morgen. Eine doppelte Rückkehr in Nationaldress und alte Heimat und zugleich ein großes Finale, bei dem die DBB-Herren mit einem 8-Punkte-Sieg gegen Griechenland eine bärenstarke WM-Qualifikation mit dem Gruppensieg krönen können.